Hallo? Ja, ich ziehe den Bauch schon ein. Es geht ums Mikro. Ach, ja, das Mikro ist an, habe ich gerade nochmal gecheckt. Deswegen kam jetzt wahrscheinlich ein Schnitt. Gleich am Anfang. Genau, vor allem, ne? Da sind wir unterwegs in unserer Königsdisziplin. Wir machen mal eine kleine Minitour auf der Heimstrecke. Wir fahren nämlich von Dresden nach Meißen und wieder zurück. Genau, eine Elbseite hin, eine zurück. Ist jetzt nicht der oberkrasseste Schwierigkeitsgrad, weil null Berge und knapp 70 Kilometer, aber es ist halt an der Elbe und das ist ein Flussweg irgendwie so und das ist schön. Das ist einfach nice. Das ist nice, ja. Damit wir euch nicht ganz so sehr langweilen mit nur Boots und Wandertouren, gönnen wir euch mal diese Tour. Ich werde mal nebenbei versuchen, ein bisschen zu kommentieren. Ich versuche es. Also bis gleich. So, sind wir mal schön am Blauen Wunder vorbeigedüst. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, treffen sich hier gerade ein paar Schiffchen. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Ist das nicht schön? So richtig romantisch. Sie treffen sich. Jetzt knutschen sie. Gleich. Tschüssen. Ja, das ist das Zeichen der Liebe. So, ansonsten fahren wir jetzt den Elbwiesen lang. Ihr könnt das schon mal sehen hier vorne. Die Elbschlösser. Da so. Waldschlösschenbrücke durch. Der letzte Neubau in Dresden. Deswegen Dresden das UNESCO-Weltkulturerbe hier verloren hat. Also quasi das Elbtal, wo wir gerade durchgefahren sind, hat diesen Titel. Mhm. Alles für die Autos, alles für den Club. So, jetzt fahren wir mal am Fährgarten vorbei. Das ist einer der beliebtesten Biergärten hier in Dresden. Direkt an einer Fähre gelegen, die zwischen zwei Brücken ist. Jedenfalls immer gut besucht, vor allem im Sommer. Hat man als Radfahrer schon Probleme hier durchzukommen. Dann geht es nur weiter in die Altstadt. Und die dritte Brücke, von uns aus gesehen, in der Fährhaltbrücke. Danach kommt die Carola-Brücke. Das ist eine Autobrücke. Man sieht auch sofort, dass die nicht historisch ist. Danach kommt die Augustusbrücke, auch eine historische Brücke. Danach kommt die Nadine, die mich überholt und den Redefluss verhindert und mir ihren Po zeigt. Das ist die Carola-Brücke, die mündet in den Carola-Platz da drüben. Wir sehen da schon einige Gebäude, unverkennbar. Die Frauenkirche, da hinten die Hofkirche. Jetzt fahren wir mal unter der Carola-Brücke durch. Und hier wird schon abgesperrt, weil am Wochenende Stadtfest ist. Ja, für euch war das Stadtfest dann. Hui! Oh, das macht Spaß. Die Fahrradraudis. Ja, man sieht jetzt schon die Hofkirche. Ziemlich prominent im Bild. Dann die Weiße Flotte. Übrigens die älteste Raddampferflotte der ganzen Welt. Das hat er extra für mich gemacht, weil ich das kommentiert habe, ist ja klar. Dann Terrassenufer. Man will das gar nicht kommentieren, weil es einfach so schön ist und man will es genießen. Zumindest geht es mir immer so, wenn ich hier lang fahre. So, dann kommt jetzt die Augustusbrücke. Auch eine historische Brücke, die momentan noch saniert wird, beziehungsweise fast fertiggestellt ist, soweit ich weiß. Man sieht das auch noch an den Aufbauten und Kränen. Noch ist sie gesperrt, dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange. Da wurde frischer Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge hier eingebaut, verbaut. So, jetzt geht es mal gerade auf den Radweg. Ich
waren ja in der Hofkirche, die habt ihr jetzt natürlich nicht mehr gesehen. Die kann ich auch mit meinem Kopf sehen, wenn ich den drehe. Ja, Achtung, Cocktailverkehr steht hier. Jetzt fahren wir gleich hier so eine kleine Erhebung hoch. So, und von hier aus kann man schon die Marienbrücke sehen. Da fährt dann auch der Zug drüber und so weiter. Also das ist die Begleiste. Auf jeden Fall wichtige Brücke für den Zugverkehr. Wissende Zuschauer hat vielleicht gemerkt, dass ich die Flügelwegbrücke unterschlagen habe. Da fahren wir nachher auch noch drunter durch. Das ist dann sozusagen eigentlich die letzte Brücke in Dresden. Das ist jetzt hier links von uns der Hafen ist. Die Elbe ist rechts da hinten. Und ein Arm der Elbe geht sozusagen hier so rein. Und da geht auch eine Brücke drüber, die hier liebevoll das kleine blaue Wunder genannt wird, weil sie irgendwie so ähnlich aussieht und angemalt ist. Das ist einfach nur die Hafenbrücke. Ja, hier ist der Zufahrtweg zum Hafen rechts unten, zum links unten. Auch neu gebaut hier. Doch schick, ne? Also wenn man Metall schön findet, dann kann man hier objektophilmäßig was anfangen. Macht die Kamera, sind wir gerade unter der Flügelwegbrücke durch. Also ich würde nicht noch vergessen beim Erzählen, sondern auch beim Durchfahren. Ich hoffe, das nimmt sie mir nicht übel, diese Brücke. Wir haben natürlich jetzt noch diese Brücke da, die ist auch in Dresden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Ortseingangsstelle, das ist natürlich erst, wenn man runterfährt. Ja, Autobahnbrücke halt. Die habe ich jetzt nicht mitgezählt, weil da jetzt nicht so Fußgänger, Radfahrermäßig, das ist jetzt nicht für den normalen Verkehr gedacht. Obwohl man mit dem Fahrrad wohl drüber fahren kann. Aber ich habe da noch nie jemanden gesehen und das auch noch nie gemacht. Diesen Radweg gibt es da wohl. Ja, den zähle ich irgendwie nicht so richtig mit zu den Brücken. Da schäme ich mich auch nicht, dass ich die vergessen habe. Ist halt eine Autobahnbrücke, ne? Ja, geht's schön weiter mit Elbwiesen und Deichlandschaft. Da, wo früher das Mehl gemahlen wurde. Wie das an der Mühle eben so ist. Mehr kann ich leider gar nicht dazu sagen. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier anzuhalten und das Schild vorzulesen. Tja, dann ist er leider durch. So wie ich über das Kopfsteinpflaster. Ah. Ja, seit Spätsommer, Freunde. Ja, der Clip ist heute original am 1. Oktober. Mal bald in Niederwarta. Da hinten kann man schon den Brückenpfeiler sehen. Auch so eine Hängebrücke. Da fahren wir aber nicht rüber heute. Bleiben auf der Elbseite und fahren weiter nach Meißen. Das ist ja gut. So, die Brücke in Niederwarta. Den hat noch gehörigen Respekt hier. Ja, hier ist ziemlich eng im Tal. Links ist eine Straße, die führt nach Meißen. Dann kommt hier der Radweg. Ab und zu mal die Wiese und ein Feld. Und da ist schon die Elbe. Ja. Ein Traum hier, ein Traum. Davon ist die nächste Fähre. Ich glaube, das ist auch die letzte vor Meißen. Bin mir gerade so unsicher, aber ich glaube schon. Oh. Ich wurde gerade am Po gestreichelt. So, jetzt sind wir kurz vor Meißen. Diesen Fels da hinten, der auch einen Namen hat, dessen Namen ich nicht kenne, ist somit das letzte kleine Massiv. Dann sieht man schon die Albrechtsburg.
Aber ihr werdet es dann gleich sehen. Ah ja, hier wird gewunken. So, jetzt kann man hier Meißen ganz gut sehen. Nadine meinte gerade, dass es vielleicht auch Stadtfest ist, so wie in Dresden. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man die ersten Brücken in Meißen sehen. Hier weiß ich leider nicht, wie sie heißen. Bin zu ungebildet. Na, wir kommen näher. Da hinten fährt ein roter Bus. Vielleicht seht ihr den. Da fahren wir auch gleich lang runter zu dem Parkplatz, wo die Autos stehen. Dann machen wir eine kurze Pause und quasseln euch voll. So, jetzt haben wir die Hälfte weg. Nadine fotografiert, ist ja klar. Ihr seht dann hinter uns hier die Albrechtsburg an der Elbe. Wir machen jetzt eine kleine Trinkpause und fahren dann noch die andere Hälfte zurück. Ja. Was anderes gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass wir dann noch was essen werden. Ja, also unspannend. Wir haben die Hälfte weg. Yay. Yeah. Also ein Liter weißen Glühwein gesoffen gestern Abend. Ja. Nicht jeder, aber jeder halt. Jeder. Jeder ein halber. Jeder ein Liter. Jeder anderthalb Liter, hast du gerade gesagt. Jeder hat drei Liter getrunken. Das habe ich schon gleich gesagt. War dann auch ziemlich Hacke. Mhm. Oh, Backe. Gar nicht so richtig viel erzählen, weil hier gibt es viel Grün, ab und zu mal eine Kuh oder zwei Autos, oh, haben sich lieb. Die kuscheln. Kuscheln die Kühe. Der Wind ist wirklich heftig. Es geht. So, sind wir gleich wieder in Niederwartha. Das war die Hängebrücke mit dem Einpfeiler. Das sehen wir dann gleich wieder. Steht da auch ein Zug auf der Brücke drauf. Ja, leider mussten wir den Umweg fahren, wegen irgendeiner Veranstaltung. Da fehlt jetzt ein Stück vom Elberadweg. Aber so ist es halt. So, sind wir wieder an der Autobahnbrücke. Fahren wir mal drunter durch. Kann man Dresden schon wieder sehen. Die gute alte Frauenkirche, Hofkirche. Sehr, sehr schön. Höher Altstadt. Auf der anderen Elbseite. So, mal die ganzen Altstadtbrücken weg. Kommt jetzt noch die Waldschlösschenbrücke, die besagte UNESCO
Kulturerbe-Killerbrücke. Eine Brücke wie stahlgewordener Sex. So, kleine Reise ist zu Ende. Wir können jetzt noch einen hier im Flughafen. Mit Sorry. Dem Wein. Der genau. War wichtig. Prost. Sehr albern. Wie immer. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen. Mal schauen, was wir da machen. Blödsinn. Wie immer. Blödsinn. Unglaublich viel Blödsinn.